Am 28.06. um 18 Uhr findet der digitale Salon zum 5. Mal hier an der Uni statt. Und da treffen sich aus der Uni und aus der Umgebung, der näheren und der weiteren Umgebung der Uni, Menschen, die an Digitalisierung interessiert sind, um miteinander zu bestimmten Themen zu diskutieren. Bei der Auswahl der Speaker haben wir uns Mühe gegeben, den Spagat zu schaffen zwischen einer wirtschaftlichen und einer wissenschaftlichen Beleuchtung des Themas. Aus der Wissenschaft haben wir Professor Thomas Rose von der RWTH Aachen und vom Fraunhofer-Institut da, der so ein bisschen die technische Seite der Blockchain-Technologie beleuchten wird. Dann haben wir einen jungen Gründer, Mirko Mollek, Sieger eines Hackathons, der uns sein Geschäftsmodell auf Basis der Blockchain-Technologie vorstellen wird. Und letztlich kommt noch Guido Weiland von der Materna GmbH, der uns so ein bisschen den Überblick bereiten wird, wo und an welchen Stellen sich in der Wirtschaft gerade mit dem Thema Blockchain auseinandergesetzt wird und was da das Vielversprechendste für die Zukunft ist und was vielleicht auch tatsächlich nur ein Hype ist. Das Thema des digitalen Salons ist ja Blockchain. Ein Thema, wo aus verschiedenen Perspektiven gerade viel drüber gesprochen wird und deswegen haben wir das auch nicht nur im digitalen Salon platziert, sondern es ist tatsächlich auch Teil eines unserer Curricula geworden. Wir haben einen neuen Masterstudiengang Digital Transformation and Social Responsibility, der zum nächsten Wintersemester startet und auch da wird aus wissenschaftlicher Perspektive sich dem Thema Blockchain gewidmet.